Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Factorio. Jawohl. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir den Zug sortiert kriegen. Oder warte mal, ich mache mal automatisch. So, Eisenach möchten wir jetzt fahren. Denn achso, vom Hauptbahnhof fährt er zu Eisenach, ne? Anders kann er es wohl gerade nicht. Fahren wir jetzt erstmal zum Hauptbahnhof. So, wegen der Sortierung und allem müssen wir jetzt schauen, dass wir den Zug irgendwie sortiert kriegen. So, quietsch. Hier oben scheint ja alles noch zu funktionieren. Soweit. So, jetzt kommt, lass mich mal da durch. Kupfer hier rein, Dings da raus und so weiter. Ja, hier können wir jetzt erstmal die Kohle reinstopfen. Was allerdings nicht funktioniert, also das Auspacken funktioniert noch. Das geht. So, jetzt würde ich allerdings gerne. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da müssen wir echt gucken. So, jetzt packen wir hier Steine rein. Obwohl, das sollen. Doch, da sollen Steine. Jetzt fahren wir wieder. Nächste Dings ist Ressourcenbase. Nein, ist eigentlich Eisenach. Okay, das kriegt er hin. So, fahren wir nach Eisenach. Der Waggon direkt hinter der Lok, der bleibt erstmal soweit frei. So, jetzt stellen wir es nochmal auf manuell um. Wir gehen hier lang. Ist da jemand gekommen? Ich glaube ja. Okay. Und in Eisenach packt er das Eisen auch in den richtigen Waggon. Das ist schon mal toll. Jetzt fahren wir weiter zur Hauptbase oder Ressourcenbase. Ja, Ressourcenbase heißt sie. So, also so weit sind wir, dass da hinten alles funktioniert. Das einzige Problem ist, dass in der Hauptbase, jetzt müssen wir gucken, dass es da nicht funktioniert. Da funktioniert es irgendwie nicht. Und da müssen wir jetzt umbauen. So. Jetzt hält er hier an. Entweder wir verlegen die Station, dass er ein Stück weiter fährt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber wir sehen schon hier, dass das ist alles nicht richtig. Der müsste ein ganzes Stück weiterfahren, damit das wieder funktioniert. Na gut, das haben wir. Lassen wir ihn zwei weiterfahren. Wie heißt du? Ressourcenbase. Okay. Dann das jetzt abreißen und hier hinstellen würde, wo der Baum steht. So. Denuxia irgendwas nehmen. Oh Gott, ich hoffe, ich müsste den ganzen Ressourcen Base. So. Das heißt, das ist wieder Ressourcen Base. Jetzt müssen wir mal gucken. Ressourcen Base ist hier oben rot markiert. Das war das ganze Umsetzen. Das bedeutet, wir müssen hinzufügen, ich weiß gar nicht, plus Ressourcenbase. Zeit vergangen. Inventar voll, leeren, flach. Ach du Scheiße, Kabelbedingung. Inaktivität. Machen wir Zeit abgelaufen.
So, von der Ressourcenbase würde er jetzt immer noch Eisenach fahren, glaube ich. Oder? Oh Gott, ich bin gerade überfragt. Warte mal, bei Eisenach machen wir jetzt hier plus Ressourcenbase. Zeit abwarten. Von Haupt nach Eisenach, nach Ressourcenbase, nach Haupt wieder. Das müsste eigentlich die alte Variante sein. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn der Zug jetzt weiterfährt. Ist der gerade gefahren? So, wir müssen noch tiefer. Wir müssen noch tiefer. Der muss noch weiter nach unten. Oh Mann. Wobei das passt. Passt das? Hier ist die Kohle. Ja, ein Tick weiter. So ungefähr. Dann müsste es passen. Aber hier passt es mit den Steinen dann wahrscheinlich nicht mehr. Wenn ich jetzt mal hier ausprobiere mit den Steinen. Zeig mal her. Wenn ich jetzt die Steine wegnehme und pack da Steine rein. Der packt das auch da rein. Hier ist die Kohle und da ist das Kupfer. Das Kupfer müsste ein Stück weiter nach oben. Kupfer haben wir so viel Überhang. Das ist nicht mehr wahr. Weil wenn ich jetzt hier den Kupfer einsetze, da wird auch schon der Waggon angezeigt. Den Waggon befüllt er. Nö, geht's nicht. Der würde aber genau auf die Linie hier greifen. Hier wird's funktionieren, da nicht mehr. Das bedeutet, wir müssten die Kupferanlage um eins nach dahin versetzen. Hörst du auf, hier rum zu fluschen. Ja, und hier ist so viel Kupfer drin, das kriegen wir gar nicht weg. Warte mal, ich pack mal hier das Kupfer rein. Dann nehmen wir den hier weg. Das hier weg, das hier weg. Ja, ja, das brauchst du jetzt gerade nicht. Das bedeutet, oh Gott, hier müssen wir erstmal den Strom kurz kappen. Das bedeutet, oh, der Zug fährt. Oh, dammit. Ich hätte ihn auf manuell stellen sollen. Naja, gut. Ich hätte Fahrradkette. So. Ja. Hör auf dem Fließband rumzueiern. Das bringt uns nicht weiter. So. Ja, jetzt haben wir das. Ja. Obwohl, es geht. Und so, ne? Jetzt warten sie auf den Zug da hinten. Das ist schon mal toll. Müsste ich die Kiste entleeren und die Kisten hier oben wieder füllen. Ich glaube, das habe ich schon mal umgebaut. Aus einem sehr gleichen Grunde. Ich will ja die Umbauten nicht zu groß machen. Warte mal, die Platte kann ich auch mitnehmen, ne? So. Aber das ist typisch Factorio. Man ist eigentlich die ganze Zeit am Bauen, am Machen, am Tun. Ups. Ach, warte mal. Der hat in die Kisten da reingepackt. Okay. Nee, warte mal. Das brauchen wir gar nicht. So, jetzt haben wir das Ganze nach oben verlegt. Das bedeutet, hier packen wir wieder Kupfer rein. Und das war's eigentlich auch schon. Die haben jetzt erstmal keinen Strom da unten. Das ist nicht so wild, nicht so dramatisch. Hier Strom und da Strom hin, fertig. Das ist natürlich die Frage, wann kommt der Zug wieder? So, dass wir den Rest austesten können. Also jetzt sollte das hier funktionieren. Na gut, ich könnte hier noch Kisten hinstellen. Aber, warte mal. Wie das mal aus. Tangier 1 Kiste, nee, das geht nicht. Das funktioniert so nicht, nein. Da war auch mal viel mehr Kupfer, ne? Also, ihr seht schon. Hier, das ganze Kupfergedöns. Der da Kupfer raussortiert, okay. Das kann er ja weitermachen. Hier sind auch Kupferplatten drin. Ich weiß nicht, mit den Eisenplatten, das ist eigentlich auch so gewollt, oder? Hier sind auch Kupferplatten drin.
Jetzt natürlich wieder die Frage, was kommt hier unten alles an? Jetzt können wir das Band hier ablaufen. Also hier kommt Rohmaterial an. Hier kommt rohes Kupfer an. Oh Mann. Aber warum sollte er Platten aussortieren? Aber hier kommt eigentlich nur Rohmaterial an. Und hier ist eine Produktionsschiene für Stahlplatten. Und hier oben ist eigentlich Kupfer. Wobei hier überhaupt kein Kupfer mehr ankommt. Ist aber jetzt auch nicht so dramatisch. Also die sind hier aus, raus, Wumms, weg. Hier kommt kein Kupfer mehr. Hier ist Ende im Gelände. So, da ist auch noch ein Kupferding gewesen. Von oben hier kommt kein Kupfer mehr. Das ist schon mal Fakt. Das ist bewiesen. So, da kommt der Zug. Okay. Das bedeutet eigentlich die Kupferproduktion hier. Und alles wird auch eingestampft. So, ich stelle ich mal wieder auf manuell. Er fährt richtig seinen Turn. Das ist schon mal super.